So, Orangerie heißt eigentlich, dass die Pflanzen, die hier wachsen, im Winter dann innen drin aufbewahrt werden. Ja, und das ist hier die Orangerie sozusagen. Dort kommen die dann im Winter rein. Auch schöne gepflegte Anlage hier mit dem Wasserbecken. Hier herrscht noch, naja, Frühjahrsbepflanzung, alles noch Stiefmütterchen. Ja. Ja, und hier sieht man das, dass die eben im Winter dann hier drin stehen und nicht erfrieren können. Hier in der Orangerie. Ja, muss man auch erstmal wissen, was eine Orangerie überhaupt für eine Bedeutung hat. So, und wem das interessiert, am 12., also am Sonntag, werden hier die ganzen Pflanzen alle rausgefahren. Das Spektakel kann man sich dann auch sogar angucken. Dass man hier so viele idyllische Ecken findet, ja. Ja, hier meine Wanderbegleiterin hier, ich kenne das ja schon langsam von YouTube-Kanal, die hat mich auch nochmal darauf hingewiesen hier, wie schön idyllisch das hier ist, wo man sich dann hier mal auch mal hinsetzen kann und das genießen kann. Aber naja, wir sind heute eine große Gruppe, da müssen wir auch ein bisschen gucken. Da bleibt dann einiges dann leider auch vorenthalten, da haben wir einfach die Zeit dazu nicht, ja. Das ist eigentlich ein bisschen schade. So richtig schön hier alles zu hier wachsen. Diesen Punkt, den muss man hier mal richtig genießen. Schaut man so in südliche Richtung vom Park. Ah ja, und hier kann man schon erkennen, die historische Mühle. Ach, die dreht sich heute gar nicht. Naja, mal schauen. Da haben wir auch heute das beste Wetter erwischt. Etwas über 20 Grad, volle Sonne. Besser geht's ja nicht. So, jetzt bin ich an der Stelle oder wir an der Stelle angelangt, wo der Massentourismusprinzip hierher kommt. Hier riesengroßer Parkplatz, ja, nur mal zu wissen. Auch Busparkplatz. Natürlich muss man da bezahlen, ist logisch. Und dann ist hier auch viel Gastronomie. Hier kann man dann einkehren. Ja, und die historische Mühle. Schade, heute dreht sie sich nicht. Naja, hier gibt es dann auch so ein Besucherzentrum, wo man dann Tickets kriegt. Ja klar, für Führung, Schlossbesichtigung, neues Palais. Das kann man dann alles hier dann sich besorgen. Musikfestspiele finden ja auch im Juni statt. Hier mal, das ist jetzt hier ein Stadtplan direkt von der Stadt Potsdam und hier aber mal direkt von Sanssouci. Also wir sind hier Kaiserbahnhof, ja jetzt heißt der Bahnhof Sanssouci, dort sind wir losgelaufen, am neuen Palais vorbei und dann Botanischen Garten, Orangerie, jetzt hier am Besucherzentrum. So, jetzt dreht sie sich. Darauf haben wir doch bloß gewartet. Jetzt hat der Müller die Mühle angeworfen. Ja, ja. Auf den Moment haben wir doch nur gelauert. Kommt an die Hand, bitte. So, natürlich passend. Jetzt gibt es eine Einlage. Der hat ja selber komponiert. Ja. Das ist es ja, deshalb haben sie sich ja mit dem Sachsen nicht verstanden, weil die Sachsen wollte nur Musik hören und er wollte Musik machen. Was jetzt noch ein bisschen unscheinbar erscheint. Wir sind jetzt hier
oben am Schloss Sanssouci. Nachher kann man das noch viel besser zeigen, wenn wir dann die Treppen runterlaufen. Ja, und von hier oben hat man natürlich sehr schöne Sicht schon auch auf Teile der Stadt Potsdam. Ja, dort hinten zum Beispiel die Nikolaikirche. Ja, die Nikolaikirche ist damals im Zweiten Weltkrieg auch zerstört worden und wurde dann aufwendig dann danach wieder aufgebaut. Die Nikolaikirche, einer der Wahrzeichen Potsdams. Ja, dort die Heilandskirche. Dann guckt man hier so auf die Wohngebiete von Potsdam West. Das ist natürlich einer der zentralen Punkte, wo hier die Touristen in Scharen natürlich herkommen. Das ist das Wasserbecken dort unten und das kommt nachher das Motiv, wo man dann das Schloss dann natürlich dann noch viel besser sieht. Ja. Ende des 18. Jahrhunderts soll ja hier Friedrich der Große dann auch gestorben sein, hier im Schloss Sanssouci. Und es wird schon seit, ich glaube, Ende des 19. Jahrhunderts auch nicht mehr genutzt. Hier hatte nie wieder einer drin gewohnt, ein König oder ein Kaiser. Ja, das war dann vorbei. Und das wäre jetzt mal so ein Punkt, schon mal, wo man das Schloss Sanssouci in seiner ganzen Länge mal zeigen kann. Also hier, das ist natürlich jetzt auch zentral Sanssouci, hier das Wasserbecken mit der Fontäne. Immer wieder der Blick zum Schloss Sanssouci. Ja, und jetzt sind wir schon relativ dicht am Obelisk dran. Das ist dann der östliche Ausgang vom Park Sanssouci. Und das ist jetzt hier wirklich der perfekte Punkt, wo man das alles so, wie man es eigentlich kennt, wie es der Sanssouci-Besucher eigentlich kennt, ja. Schloss Sanssouci, der Springbrunnen, das Wasserbecken und dann die ganzen Treppen und Weinstöcke. Aha, stimmt, die Mühle ist schon wieder still. Haben wir Glück gehabt, genau. Ich kriege jetzt gerade einen Hinweis, das habe ich noch gar nicht gewusst, auf der 2-Euro-Münze auf der Rückseite ist genau dieses Bild zu sehen. Mhm. Ach, das sieht ja auch herrlich aus hier. Diese Wasserläufe. Dort hinten sind die römischen Bäder, die Richtung des und Schloss Charlottenhof. Nur mal als Hinweis, da kommt man in diese Richtung. Aber wir gehen jetzt definitiv in östliche Richtung, im Prinzip Richtung die Stadt Potsdam. In die Stadt Potsdam, so ist richtig. Immer wieder schöne Motive hier, die Brücke hier an den Wasserläufen. Also man muss hier wirklich viel Zeit mitbringen. Das kriegt ja meine Filmerei schon mit, ja. Die Videos, die werden, das ist ja nun schon der zweite Filmabschnitt. Ich werde das in einzelnen Videos dann in YouTube-Kanal reinsetzen. Das ist jetzt sozusagen der zweite Teil von Sanssouci. Und dann die Heimbuchenhecken hier so ohnehin schon. So, ihr könnt ja auch eure Kommentare reinsetzen hier in meinen YouTube-Kanal. Da laufen wir jetzt nicht direkt hin. Ist das neue Kammern oder so ähnlich? Kann ich mich erinnern? Könnt ihr ja mal mir sagen, was das ist. Eine Augenweide. Die Kastanie. So hoch und schmal gewachsen. Die ist ja bestimmt 30 Meter hoch.